Einen schönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Eneo-Webinar Eneo-Kameras, Neuheiten und Spezialmodelle. Mein Name ist Dennis Carufo und ich habe heute für Sie einige interessante Themen vorbereitet. Kurz noch ganz am Anfang ein paar Infos. Fragen können Sie gerne während des Webinars stellen, die werden am Ende dann beantwortet und natürlich bekommen Sie auch noch die Tage das Handout zugesandt. Los geht's mit der heutigen Agenda. Wir haben als erstes das neue verschlankte Anschlusskonzept, unsere Eneo Candid-Kameras mit der integrierten Montagebox und dazu auch gleich noch im Vergleich das altbekannte AK4-Anschlusssystem. Der nächste Punkt wäre dann hochauflösend, unsere neuen IP-Outdoor-Kameras mit H264 und auch H265-Unterstützung. Dazu den Praxisteil mit der Region of Interest. Hier können Sie also damit noch mehr Bandbreite sparen. Wenn Sie nicht Bandbreite sparen wollen, sondern mehr sehen wollen, dann haben wir unsere Panorama-Kamera, die ISD55. Das ist eine 360-Grad-Panomorph-Kamera. Dazu auch nochmal den Praxisteil mit unserer Eneo Center Software, wie man das Live-EPTZ verwenden kann und hier diese Kamera dann auch mit Dewarping verwenden kann. Und zum Abschluss noch unsere Spezialisten, also kleine Platinen, Zylinder- und Pinhole-Kameras. Los geht's mit dem verschlankten Anschlusskonzept. Hier haben wir dann im Vergleich, oben sieht man das bekannte Candid AK4 und unten drunter haben wir das neue Candid, die integrierte Anschlussbox. Hier sieht man schon auf den ersten Blick den Größenunterschied. Hat alles Vor- und Nachteile. Beim AK4 haben wir halt den Vorteil mit der Größe, dass wir auch viel mehr Platz haben. Das heißt, wir können da drinnen auch einen PoE-Injektor mit einbauen, wodurch wir auch eine 230 Volt Stromversorgung durchführen könnten. Hat halt zum Beispiel dann den Vorteil, wenn man an einem Lichtmast ist, hat man zum Beispiel schon 230 Volt, dann könnte man das hier besser verwenden und man kann die Kameras schnell tauschen. Aber auch unser neues Anschlusskonzept hat einige Vorteile, die auch viele von Ihnen vielleicht schon bemerkt haben oder auch nicht. Auf jeden Fall ist das komplette Anschlusskonzept günstiger als eine Kamera plus AK4 zusammen. Wir haben die kompakte Bauform und da drinnen auch eine durchdachte Verkabelung, die wir auch mit Ihnen zusammen über mehrere Jahre entwickelt haben. Und auf die Verkabelung möchte ich noch mal ein bisschen mehr im Detail eingehen. Aber vorher erstmal die Hauptmerkmale der Kamera. Wir haben verschiedene Modellvarianten. Wir haben einmal die Variante 3 Megapixel motorisiert mit unserem Eneo Wi-Fi-Konfigurationsassistenten. Alle diese Kameras haben hier die integrierte einfache Verkabelung. Bei der Kamera haben wir zusätzlich noch auf der Platine den Sabotagealarm, den ich gleich nochmal genau zeigen werde. Ansonsten ist die Kamera von der Premium-Serie und vom Webinterface fast identisch. Wir haben Cross-Browser-Kompatibilität bei all diesen Kameras. Das heißt, Sie können es auf jedem Endgerät, auf jedem Smartphone und in jedem Browser verwenden, weil wir ein HTML5-Interface benutzen. Sie können SD und SDXC-Karten für den internen Speicher verwenden. Wir haben eine Onboard-Video-Content-Analyse mit zum Beispiel Tripwires und Drip-Zones. Wir haben einen erweiterten Temperaturbereich bei diesen Kameras von minus 50 Grad bis plus 50 Grad. Diese Kamera hat auch noch Alarmkontakte. Und diese Alarmkontakte können Sie auch für die Event Verification verwenden. Das heißt, wir können die Alarme zusammen verknüpfen, also zum Beispiel einen Alarmkontakt mit einer Motion Detection und erst wenn beide Alarme innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls ausgelöst werden, dann wird der Alarm auch über ONWIF an den Recorder oder an das VMS gesendet. Weiterhin ist unser Webinterface auch responsive, das heißt nicht nur, dass Sie es auf jedem Endgerät verwenden können, Sie können es auch auf jedem Endgerät ordentlich bedienen und die Fenstergröße passt sich einfach jedem Endgerät an. Natürlich mit dabei ist auch Vertical View. Das heißt, zum Beispiel für lange Korridore können Sie das Bild um 90 oder 270 Grad drehen. Dafür gibt es auch noch einen passenden Adapter, damit Sie das Sonnendach gerade mitdrehen können.
Ansonsten haben wir zur einfachen Einstellung auch das Push-Fokus. Das heißt, mit einem Knopf auf dem Webinterface wird die Kamera automatisch scharf gestellt. Weiterhin Audio-Unterstützung, IP67 und den Sabotage-Alarm, den ich schon erwähnt hatte. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben einmal den Sabotagekontakt ganz oben. Das zeige ich gleich nochmal direkt an dem Gerät. Nebendran haben wir dann eine RJ45-Buchse. Die ist parallel geschaltet zur LSA Plus Leiste. Das heißt, Sie können sich aussuchen, ob Sie mit einem Netzwerkstecker hier drauf gehen wollen oder mit der LSA Plus Leiste. Und nebendran haben wir dann noch die Kontakte für Stromversorgung, Alarm ein, Alarm aus, Audio und so weiter. Unten drunter haben wir die Kabeldurchführung und dann noch einen Montageplatz für die Zugentlastung. Hier haben wir das Ganze auch nochmal aufgebaut, quasi ein kleines Unboxing. Wir sehen hier nochmal auch aufgelegt die LSA Plus Leiste. Wir haben hier zur Demonstration mal das dickste Kabel verwendet, das es überhaupt gibt. Das ist ein ganz normales Cut-Erd-Kabel. Auch das bekommen wir in diesem Anschlusskasten ordentlich verkabelt. Hier oben sieht man dann auch den Sabotagekontakt. Der wird geschlossen, sobald das Gehäuse geschlossen wird. Also wenn das Gehäuse richtig zugeschraubt ist, ist der Sabotagekontakt dann geschaltet und der wird dann mit dem Alarmeingangskontakt der Kamera geschaltet und kann dann, wenn irgendwas am Gehäuse geöffnet wird, wird dann dieser Kontakt automatisch geöffnet und kann direkt einen Alarm auslösen. Ansonsten weiteres Zubehör, was mit dabei ist, sind hier diese Dichtungsgummis. Die sind normalerweise komplett dicht, außer man muss hier oben dieses kleine Gummiteil abmachen. Danach können die Kabel durchgeführt werden. Wenn Sie jetzt nicht auflegen wollen auf die LSA Plus Leiste, sondern zum Beispiel ein Netzwerkkabel nehmen wollen, haben wir hier diese kleine orangene Kappe. Hier können Sie einfach das Netzwerkkabel draufstecken und können es dann damit besser durch diese Gummidichtung durchführen. Hier wäre dann nochmal die Zugentlastung. Die wird einfach vorne draufgeschraubt und kann dann mit den beigelegten Kabelbindern können dann hinterher noch die Kabel festgezurrt werden. Ansonsten ist auch alles dabei, Dübel, Schrauben. Sie brauchen eigentlich nichts weiter, wenn Sie dieses Anschlusskonzept so verwenden wollen. Die nächste Variante, die wir haben, hier auch nochmal zur Vollständigkeit eine kleine Skizze, wie das Ganze mit der Durchführung funktioniert, bekommen Sie dann auch mit dem Handout zugeschickt. Genau. Die andere Variante, die wir haben, wäre auch noch die Variante mit 2 Megapixel. Hier haben wir auch eine Platine drauf, aber ohne Alarmkontakte. Ansonsten von den Funktionen auch relativ identisch. Cross-Browser-Funktion, IP67, der gleiche Temperaturbereich, auch Push-Fokus und so weiter. Hier sieht man sofort, da fehlt dann der Sabotagekontakt und auch die sonstigen Kontakte, weil die Kamera unterstützt keine Alarmkontakte. Das wäre sozusagen dann der kleine Bruder von dieser Kamera. Ansonsten haben wir auch die RJ45-Buchse mit der LSA Plus Leiste, die parallel geschaltet sind, wo Sie sich einfach eins aussuchen können und auch wieder Kabeldurchführung und Zugentlastung. Dann auch nochmal hier für Sie die Skizze, wie das Ganze verkabelt werden kann. Die nächste Kamera hier im Bunde wäre dann die MCB. Hier haben wir eine Multisignalkamera, auch 2 Megapixel mit Full HD. Hier haben wir von minus 30 bis plus 50 Grad den Temperaturbereich, haben ein sogenanntes ROI-WDR, das heißt, Sie können einfach das WDR nur auf bestimmte Zonen setzen. Das heißt, Sie müssen nicht auf dem kompletten Bild WDR machen, sondern Sie können einfach sich aussuchen, wo Sie das WDR verwenden wollen.
Die Kamera hat auch einen Motorzoom, das heißt, Sie können auch aus der Ferne über Pelco C UT oder UTC die Kamera fernsteuern, können Zoom und Fokus einstellen. Von den Ausgängen haben wir hier bei der Multiprotokollkamera die digitalen Ausgänge xSDI und hdSDI und dazu auch noch HDTVI, AHD, CVI und Composite. Und ganz wichtig hier, ein digitaler und ein analoger Ausgang können immer parallel verwendet werden. Also Sie können zur gleichen Zeit zwei Signale abgreifen. Vielleicht auch ganz interessant, wenn ein Signal zum Beispiel irgendwo auf einem Monitor im Supermarkt geschaltet werden soll und das andere Signal dann auf den Rekorder soll. Auch die Kamera ist IP67 zertifiziert. Hier haben wir aber keine Platine mit drinne, denn die Kamera hat hinten nur einen Kontakt für 12-24 Volt und den analogen und digitalen Ausgang. Und in der Box, die Box ist dann quasi leer und hat auch nur die Zugentlastung und wieder die zwei Durchführungsschlitze für die Kabel. Für das Webinar heute haben wir auch drei kleine Umfragen. Wäre ganz nett, wenn Sie die kurz beantworten könnten. Wir haben einfach nur die kleine Frage, was halten Sie eigentlich von unserem neuen Anschlusskonzept? Und da könnten Sie einfach gern die Schulnoten von 1 bis 5, also 1 als beste und 5 als schlechteste. Und das wäre ganz nett, wenn Sie das kurz beantworten könnten. Dann machen wir auch sofort weiter. Wir würden auch gerne mal wissen, was denken Sie von unseren neuen Errungenschaften? Was halten Sie davon? Bringt es Ihnen was? Alles klar, vielen Dank. Dann geht es auch schon weiter mit unseren neuen IP-Outdoor-Kameras mit H264 und H265 Unterstützung. Hier haben wir zurzeit vier Kameras. Zweimal die Variante 4 Megapixel motorisiert und zweimal die Variante 4 Megapixel Festbrennweite. Das heißt, wir haben einmal die IEB64M mit 2,8 bis 12 mm motorisiertem Objektiv, Unterstützung von H264 und H265 und unserem neuen Region of Interest, mit dem Sie zusätzlich zum H265 Codec nochmal mehr Bandbreite sparen können. Vielleicht, so zur Info, H265 hat im Vergleich zu H264 kann zwischen 30 und 60% Bandbreite sparen. Weiterhin haben wir hier eine IP66 Outdoor-Zertifizierung, aber auch ein Cross-Browser-basiertes Webinterface und Vertical View. Das Ganze gibt es dann in klein mit 4 Megapixel und 36 mm Festbrennweite. Von den sonstigen Funktionen sind die Kameras auch identisch. Hier haben wir dann das Bild von der Dome-Kamera dazu. Hier haben wir auch 2,8 bis 12 mm motorisiertes Objektiv mit 4 Megapixel. Und die letzte hier im Bunde wäre dann die 4 Megapixel, auch Festbrennweite mit 36 mm. Vom Sensor sind alle Kameras gleich. Es sind hier einfach nur die Bauform und die Objektive unterschiedlich. Und was das Schöne bei diesen Kameras ist, ist die Region of Interest Konfiguration, die ich jetzt auch nochmal zeigen möchte. Dazu als erstes mal kurz unseren INEO Site Manager aufgerufen. Wir brauchen ja erstmal eine Kamera hier, die wir verwenden können. So, haben wir hier eine. Da ist auch eine. Die können wir einfach im Browser öffnen. Und dann gehen wir auf Video, Image und Highstream. Und hier haben wir dann das Highstream-Menü der Kamera, was man hier konfigurieren kann. Also die Kamera liegt hier auch gerade bei mir. Hier sieht man auch nochmal das Anschlusskonzept. Und hier ist aktuell ROI schon eingeschaltet. Das ROI hat zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal das dynamische ROI.
Das geht dann über das komplette Bild. Hier hat man dann keine Möglichkeit, irgendwelche Zonen einzustellen. Aber wir haben die Möglichkeit, die Qualität einmal für die Region of Interest, das heißt alles, was sich gerade im Bild bewegt, und die Qualität für die Nicht-ROI-Zonen und auch die Bildwiederholrate für die Nicht-ROI-Bereiche. Also wir können zum Beispiel sagen, wir möchten jetzt die ROI-Qualität auf beste Qualität und alles, was nicht ROI ist, ist dann low mit einem Bild pro Sekunde. Dann sieht man ja schon, das Bild ist jetzt, hier bewegt sich gerade nicht viel. Das heißt, das Bild ist jetzt momentan weitestgehend, hat fast nirgendwo ein ROI. Und wenn wir jetzt dann durchgehen, sieht man dann, wo Bewegung ist, wird dann die Bildwiederholrate angehoben. Ist auch immer eine Frage, ob man jetzt dynamisch oder statisches ROI nehmen will, ist immer eine Frage der Anwendung. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo was hat, wo immer viel Bewegung ist, und dann kann es sich auch teilweise lohnen, das statische ROI zu nehmen, weil das sieht dann so aus. Dann können wir uns einfach eine ROI-Zone irgendwo hinsetzen, können auch mehrere ROI-Zonen uns hinsetzen, zum Beispiel für einen Eingang, wo drumherum viel Wiese ist, oder auch wieder das Beispiel Supermarkt, wenn die Kamera Richtung Eingang schaut und außenrum irgendwie nur Werbeplakate sind, dann kann man ja die Werbeplakate als nicht Region of Interest definieren und der Eingang ist dann Region of Interest. Jetzt speichern wir das Ganze mal kurz. Und jetzt haben wir sozusagen außerhalb dieser Zonen immer nur schlechte Bildqualität, also Low Quality und ein Bild pro Sekunde. Und wenn man jetzt hier durchgeht, sieht man das. In den ROI-Zonen haben wir dann die volle Bildrate und die beste Qualität. Und außen haben wir wirklich nur ein Bild pro Sekunde. Ich hoffe, das sieht man jetzt auch ganz gut über die Webinar-Software. Also egal, wo Sie diese Zonen hinsetzen, dort haben Sie jetzt die beste Qualität. Und das kann natürlich auch sehr viel Bandbreite sparen, weil gerade wenn eine Kamera so ausgerichtet ist, dass sehr viel Landschaft drumherum aufgezeichnet wird, das sind einfach Bandbreite, die Sie nicht brauchen, die Ihr Netzwerk nicht braucht und auch Festplattenkapazität, die Sie besser nutzen können. Sehr schön, das war's dann jetzt mit ROI und H265. Dazu auch schon die nächste Frage für heute. Ist eigentlich bei Ihnen H265 oder H265 schon relevant oder ist das bei Ihnen eher noch so nach dem Motto, ja, jeder kennt's, aber keiner braucht's? Also wäre auch mal interessant zu wissen. Okay, vielen Dank dafür. Und vielleicht auch als Info für Sie alle. Also jetzt haben 75% von Ihnen gesagt, dass H265 für Sie gar nicht relevant ist. Auch eine sehr gute Information für uns Hersteller. Vielen Dank. Dann machen wir es weiter mit unserer Panoramakamera oder auch ISD 55P. Das ist eine 360-Grad-Kamera mit einem Panomorph-Objektiv. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil bei einem panomorphen Objektiv haben wir anders als bei einer Fisheye-Kamera nicht die höchste Pixeldichte im Randbereich, sondern man versucht möglichst eine gleichmäßige Pixeldichte zu bekommen über das gesamte Bild. Aber erstmal zu den Hauptfunktionen oder Hauptmerkmalen dieser Kamera. Wir haben hier eine maximale Auflösung von 5 Megapixel, also 2592 mal 1944. Die Kamera hat H264-Videokompression und ein Panomorph-Objektiv mit einer Festbrennweite von 1,05 mm. Die Dewarping ist einmal möglich mit der INEO Center. Da haben wir das volle Dewarping mit Live-EPTZ, das ich gleich zeigen möchte. Und dazu haben wir auch noch die Möglichkeit, mit dem IER
Rekorder, und zwar der H265-Variante, die 38er-Serie, können wir auch noch ein Dewarping anbieten. Weiterhin haben wir ein Cross-Browser-Web-Interface, die 360-Grad-Ansicht. Der Temperaturbereich ist von minus 10 bis plus 50 Grad. Die Kamera ist aus Kunststoff, die ist für den Innenraum gedacht. Wir haben Alarmkontakte und was auch sehr wichtig ist, die Kamera ist immer Vision zertifiziert. Das heißt, jedes Videomanagement-System, das auf das immer Vision SDK basiert, kann diese Kamera auch dewarpen. Und wie sieht das Ganze dann aus? Dazu gehen wir jetzt mal in die Ineos Center. Also wer es noch nicht kennt, das hier ist die Oberfläche unserer Ineos Center Software. Das ist sozusagen unser neues CMS-System für die Recorder-Generation IER. Wer die IRAS von uns kennt, der kommt hier mit der Bedienung wahrscheinlich relativ leicht klar. Also wir haben hier auch wieder Drag and Drop. Und über die rechte Maustaste kommen wir hier bei der Kamera auf die Fisheye-Filter. Wir haben einmal die Möglichkeit, ja, vier verschiedene auszuwählen. Wir haben als erstes Panomorph Decke. Das heißt, hier haben wir 280-Grad-Ansichten. Muss noch mal ein bisschen größer. Also hier sieht man dann, man hat 280-Grad-Ansichten der Kamera. Gut, hier bei uns im Raum ist es jetzt relativ dunkel, wo die Kamera hängt. Ich hoffe, das ist dann gleich bei den nächsten Ansichten ein bisschen besser. Das gibt es einmal für die Decke, aber auch für die Wand. Und wenn man EPDZ verwenden will, dann muss man die Quads verwenden. Ich zeige erstmal kurz die Decke, aber die Kamera hängt hier gerade an der Wand. Deshalb gehen wir auch dann direkt zum Quad-Bild der Wand. Und hier haben wir jetzt sozusagen vier Bilder, die wir vom EPDZ her, ja, wie EPDZ-Dome verwenden können. Man kann mit dem Mausrad reinscrollen und kann mit einem Klick im Raum wandern. Und das Ganze geht unabhängig über alle Kameras oder eher über alle Streams. Einfach mit dem Mausrad irgendwo rein scrollen. Aber wir können es auch ganz mal groß machen. Genau, also so sieht das ganze EPTZ dann hier aus. Wenn Sie noch mehr Fragen zu der Software haben oder die gerne in Aktion sehen wollen, dann gehen Sie einfach auf die Website von Ineo oder von Videor. Da haben wir auch in 2 Wochen das nächste Webinar zum Thema Ineo Center und der Ineo IER-Serie. Also da können Sie auch gerne mal teilnehmen und da erzähle ich Ihnen ein bisschen was über die Recorder-Generation und auch ein bisschen mehr über die Software hier. Wir machen aber jetzt weiter mit den Spezialisten, und zwar den Platinen-, Zylinder- und Pinhole-Kameras, die wir hier bei uns im Sortiment haben. Teilweise relativ neu, teilweise schon ein bisschen länger, aber bei vielen gar nicht so bekannt. Deshalb fangen wir an mit der ISM 53. Das ist eine, ja, Platinenkamera mit 3 Megapixel. Oh, schön, das ist hier noch ein Rechtschreibfehler oder ein kleiner Fehler. Wir haben hier eine 3-Megapixel-Kamera mit motorisiertem, ja, Objektiv vorne dran. Das ist auch die Kamera, die Sie am Anfang hier vielleicht gesehen haben. Kann ich nochmal aufmachen. Das hier wäre jetzt das Bild der Kamera. Das ist die 3 Megapixel. Jetzt momentan auf 720p, weil wir hier für Streaming nicht so viel, ja, brauchen. Und motorisiert heißt, wir können hier über Lens Control können wir Zoom und Fokus einstellen. Da wir jetzt hier ungefähr 15 cm von dem Objekt entfernt sind, ist das ein bisschen
Ja gut, die Kamera stellt trotzdem noch scharf, also auch im Nahbereich geeignet. Und mit dem Smart Focus Knopf, den ich schon erwähnt hatte, wird die Kamera einfach auf Knopfdruck scharf gestellt. Die Kamera selbst ist wirklich sehr klein. Kann man auch nochmal vielleicht kurz zeigen. Ich ist hier. Ich hab's ja noch offen. Da sieht man vielleicht ganz gut, die Kamera, die hängt hier einfach runter und zeigt auf das Anschlusskonzept. Aber man sieht, die Kamera ist sehr klein und kompakt, also kann sehr gut irgendwo in irgendwelche Sachen integriert werden. Ansonsten haben wir weitere Funktionen. Auf jeden Fall ein Sony Starvis CMOS-Sensor, sehr lichtempfindlich. Wir haben H264-Kompression, eingebaute Video-Content-Analyse. Die Kamera kann auch Vertical View und ist, da es eine Platinenkamera ist, im Bereich von 0 Grad bis plus 40 Grad ja, anwendbar. Wir haben Alarmkontakte, ein Micro-SD-Karten-Slot ist auf der Platine drauf, Audio-Unterstützung und bei Full HD schafft die Kamera 30 Bilder pro Sekunde. Als nächstes hätten wir dann die MSM 42F. Hier haben wir auch eine Platinenkamera in einem robusten Metallgehäuse. Ebenfalls mit einem Sony Starvis CMOS-Sensor, aber 2 Megapixeln Auflösung. Multisignal, das heißt, wir haben auch wieder den digitalen Ausgang xSDI und HDSDI sowie den Ausgang HDTVI, AHD, CVI und Composite, die auch wieder parallel verwendbar sind, das heißt ein digitaler und ein analoger Ausgang. Die Kamera hat eine feste Linse mit, Moment, mit 28 mm. Dazu 30 Bilder pro Sekunde bei Full HD und 60 Bilder pro Sekunde bei 720p. Und von minus 10 bis plus 50 Grad. ROI WDR hatte ich ja vorhin schon erklärt. Das ist das WDR, bei dem Sie verschiedene Zonen auswählen können, auf denen das WDR dann stattfindet. Weiterhin auch hier wieder das PLQC bzw. UTC-Protokoll, mit dem Sie aus der Ferne über Koax die Kamera konfigurieren können. Als nächstes haben wir dann hier die Kamera auch als Pinhole-Variante. Also hier haben wir ein ja, 37 mm Pinhole-Objektiv, also ein sehr kleines Objektiv, was ja, irgendwo verbaut werden kann. Wir haben eine maximale Auflösung von Full HD 1920x1080. Auch wieder eine Multisignalkamera mit den analogen und digitalen Ausgängen, xSDI, HDSDI. Wir haben auch wieder 30 Bilder pro Sekunde bei Full HD und 60 Bilder bei 720p. Also bis auf das Objektiv sind die zwei Kameras eigentlich identisch, also auch Sony Starvis und ein robustes Metallgehäuse drumherum. Weiter geht es dann mit einer MEM, das ist eine Zylinderkamera, auch im Metallgehäuse. Hier haben wir ebenfalls von 30 Bilder bei Full HD und 60 Bilder bei 720p. Aber das Gehäuse ist IP66 geschützt. Das heißt, Sie könnten es auch teilweise outdoor verwenden, wenn es nicht zu kalt ist. Oder aber auch in, ja, in feuchten Umgebungen. Zum Beispiel in einem Gewächshaus, wenn es da nicht zu warm wird. Wir haben hier minus 10 Grad bis plus 50 Grad und einen Sony Exmor-Sensor. Als nächstes haben wir nochmal IP-Kameras aus diesem Sektor. Hier kommt auch die letzte Frage für heute, weil ist eigentlich 60 FPS für Sie relevant? Weil die folgenden Kameras sind 60 FPS Kameras, also bei Full HD.
Super, vielen Dank. Auch hier für Sie vielleicht die Info. Von Ihnen hatten jetzt 78% gesagt, dass 60 Bilder pro Sekunde für Sie relevant sind. Dann haben wir hier genau die richtige Kamera für Sie. Also hier haben wir einmal die ISM 5.2F. Hier haben wir eine Festbrennweite von 34 mm, einen Sony XMOR CMOS-Sensor mit 2 Megapixel und H.264 Videokompression. Wir haben zusätzlich zu den 60 Bildern pro Sekunde auch noch ein Realtime-WDR, Vertical View, Alarmkontakte und einen Temperaturbereich von minus 10 bis plus 50 Grad, Audio-Unterstützung, Micro-SD-Karten-Unterstützung und eingebaute Video-Content-Analyse. Von den Kameras und so weiter war es das heute schon. Also das ist ein relativ kurzes Webinar. Wir sind jetzt schon am Ende. Und wenn Sie jetzt noch Fragen dazu haben, dann können Sie die gerne noch hier stellen. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht bis zum nächsten Webinar und schon mal allen ein schönes Wochenende.